Hallo und herzlich willkommen zurück zu Outlast 2 für den PC, Part 25. Ja, beim letzten Mal sind wir hier in diese Mine gelandet und wir müssen sagen, wir sind gefangen. Aber irgendwo gibt es immer einen Durchgang und wir haben schon Lynn gehört, irgendwo rumschreien, irgendwelche komischen... Ich weiß nicht, was das für Typen sind, ja, aber die schleifen die durch die ganze Mine durch und wir hören sie auf jeden Fall. Und ja, jetzt würde ich einfach mal sagen, dass wir weitermachen. Ich muss mich jetzt erstmal zurechtfinden. Die Musik, die beginnt schon wieder hier sehr mysteriös zu klingeln, als würde gleich irgendjemand von hinten kommen. Das kenne ich aus diversen Horrorfilmen, diese komische... Als würde gleich jemand rückwärts aufstehen und mich packen. Schon sehr, sehr krass hier. Okay, wir sind irgendwo in der Mine. Wir haben auch beim letzten Mal so kleine Minenmenschen gesehen. Ich weiß nicht, wie man die bezeichnen soll. Hier kann man etwas öffnen. Aha. Eine Tür in der Mine. Gibt's denn sowas? So, ich schaue hier nochmal. Ah, guck mal, eine Batterie. Gut, dass wir hier noch... Fuck. Da, das meine ich. Boah, wer ist das? Krass. Auf jeden Fall total überrascht. Ich hoffe, dass wir nicht da irgendwie jetzt gleich rauskommen. Ah! Schnell, Tür zu! Ah! Boah! Wir müssen uns verstecken. Boah, habe ich mich erschrocken. Ey, keine 5 Minuten und hier geht's schon voll los. Was ist hier los? Ah, die Musik ist wirklich so crazy. Ich höre die ganze Zeit was, als würde jemand mit einem Gewehr rumschießen. Vielleicht sind wir ja nicht alleine hier. Vielleicht kämpft sich jemand gerade durch. Okay, wir müssen uns trauen. Okay. Ich glaube, dieser Höhlenmensch ist da durch diese Lücke gelaufen. Boah, immer werden wir hier erschrocken. Wahnsinn. Okay, schauen wir uns weiter hier in Ruhe um. Hier ist, glaube ich, noch eine Tür. Ja. Natürlich verschlossen. Natürlich. So, wir könnten natürlich jetzt durch diesen Spalt laufen. Oder durch diesen Gang. Also das mit dem Spalt können wir gleich machen. Ich kann mir gut vorstellen, dass es darauf hinausgeht. Hier sind Türen. Leben hier komische Lebewesen oder was? Ah! Boah! Puh! Machst du direkt die Tür auf und BÄM! Gut, dass ich die Kamera nicht auf Nachtsichtfunktion an hatte. Sonst hätte ich diese hässliche Visage sehen müssen. Boah! Alter Schwede, ey! Boah! So. Wenn wir jetzt natürlich wieder von hier aus starten, kommt bestimmt der eine hier wieder. Yep, das war so klar. Ja, jetzt kann ich mich schon mal drauf einstellen, ne? Tür auf und hier kommt gleich jemand. Vielleicht einfach mal stehen bleiben. Schauen wir mal. Ich lasse die Nachtsichtfunktion jetzt an. Ja, der ist die Tür reingegangen, okay. Puh. Alter, meine Pumpe. Okay, das heißt, die linke Tür haben wir schon Erfahrung gemacht. Da natürlich nicht reingeht. Ich will gar nicht wissen, die rechte Tür wird wahrscheinlich auch jemand drin sein. Quasi von der anderen Seite. Boah, was, auf was lasse ich mich hier nur ein, ey? Da schreit jemand.
Und das nicht gerade zu lang, zu kurz. Boah, ich bin schon so aufgeregt wieder. Alter, was ist hier los? Boah, schaut euch das mal an, ey. Oh. Hauptsache, er nimmt wieder fleißig auf. Decorated with the dead. I checked faces looking for Lynn. Looking for my own. For Jessica. Okay. Ah! Ah! Weg hier! Boah! Alter! Ich hasse diese Mine! Ich hasse diese Mine! Oh, weg hier, weg hier, weg hier! Wo ist der Spalt? Da! Schnell rein! Oh. Boah! Das ist hundertprozentig darauf ausgelegt worden. Alter! Kommen die hinterher? Nö. Boah! Ey, ich bin froh, wenn ich aus dieser Mine raus bin. Das ist ja... Boah, Wahnsinn! Da wirst du verrückt. Ach, da ist ein Weg. Wer weiß, wer da gleich kommt. Es sind mehrere Schränke. Gott sei Dank versteckt sich hier keiner. So, holen wir das Mikrofon raus. Hier sind auf jeden Fall Stimmen zu hören. Ganz klar. Ich weiß nicht, ob das hinter diesen Türen waren. Diese Stimmen. Es kann gut sein, weil es ist ja nicht so weit entfernt gewesen. Wir sind ja nur an der Felswand entlang gegangen und das war ja direkt unmittelbar dahinter den Steinen, dieser Raum. Direkt mal erstmal die Batterie wieder wechseln. So. Ich höre auf jeden Fall Fußstapfen, sage ich mal. Da tritt jemand. Ich traue mich gar nicht, hier durchzugehen. Oh, ne, nicht schon wieder. Da kommt jemand, da kommt jemand. Schnell, verstecken. Oh. Krasser Scheiß. Boah. Ich habe auf jeden Fall jemanden wieder die Tür öffnen gehört. Man merkt, wie der Blake, der Charakter, den wir spielen, wie er am Schnaufen ist. Wahnsinn. Der ist selber unter Schock. Will gar nicht wissen, wie er sich fühlt. Der muss ja viel, viel schlimmer dran sein als ich. Ich traue mich ehrlich gesagt nicht wieder hier rauszugehen. Ich höre ganze Zeit Schritte. Ich habe jetzt so ein gehört, als würde jemand so in der Luft irgendwelche Fliegen töten wollen oder so. Keine Ahnung, so. Voll daneben. Sind wir raus? Komm, wir gehen raus. Ich kann ja nicht die ganze Folge hier an derselben Stelle. Scheiße, wieder rein. Ach Gott, ey. Wahrscheinlich wird es darauf ausgelegt, dass wir laufen müssen. Höchstwahrscheinlich. Och nö, ey. So viel Panik hier. Der wühlt auf jeden Fall irgendwo in diesen Tonnen herum. Ich weiß nicht, was der da macht. Auf jeden Fall nicht normal. Komm, wir müssen laufen. Wir haben keine andere Chance. Oder? Oder sehe ich den da gerade? Nee? Komm, wir müssen gehen. Wir müssen laufen. Da sehe ich es. Dieses hässliche Ding, ne? Als würde er da schon warten. Ich glaube, der geht jetzt davon aus, dass wir da noch nicht durchgekommen sind. Jetzt wartet der den ganzen Zeit auf den Gang da. Oder am Gang. Boah. Ich traue mich ehrlich gesagt nicht, da vorbeizulaufen. Aber wir müssen es tun. Ja! Laufen! Tür auf! Raus hier! Das kann ich auch.
Nur nicht so cool wie ihr. Alter. Raus hier. Speicherpunkt, sehr gut. Oh! Boah. Schnell durch die Tür. Abschließen. Hoffentlich kann man es zumachen. Ja. Oh, jetzt fühle ich mich ein bisschen sicherer. Alter, diese Musik. Das ist Wahnsinn. Schnell hier verstecken. Weil hier kann man anscheinend gar nichts machen. Das ist nur so ein Lagerraum. Oder? Hier liegt ein Verbandskasten. Leider haben wir aber schon alles voll. Können nichts mehr tragen. Ich glaube, ich bin hier. Ja. Wir müssen wieder zurückgehen. Wo dieser Rollwagen gerade entgegenkam. Auf der linken Seite, da müssen wir hin. Ich traue mich gar nicht, die Tür hier aufzumachen. Jetzt kommt eine Hackfresse wetten. Ich mache mal die Tür zu. Ich mache eben Nachtsichtfunktion an. Jetzt kommt jemand wetten. Na super. Wir müssen es wieder. Oder? Moment, kann man das nach rechts? Ne, man kann es nur geradeaus. Okay. Ja, das ist so heftig hier. Ja, und jetzt? Müssen wir einen Schalter betätigen oder sowas? Ja, hier ist einer. Aber ich glaube, den kann man gar nicht betätigen, oder? Nö. Oder? Doch, warte. Nee, rüber kann ich nicht. Doch. Oh. Schau mal. Aha. Ich habe den Dreh raus. Hoffentlich kommt jetzt keiner. Können wir vorstellen, sobald wir das Ding umleiten, kommen die ganzen Bestien wieder angelaufen. Das ist so typisch dann. So, jetzt nieten wir das um. Zack. Damit wir hier vorbei können. Die Musik wird leicht lauter. Ah, wir sind noch ein bisschen zu fett. So, jetzt können wir vorbei. So, ducken. Hier sollte keiner mehr kommen. If you've done something, I want you to tell me. Wer ist das eigentlich, der immer zu uns spricht? Oh, jetzt ist es schön ruhig. Da hinten ist wieder jemand. Och nö, ey. Der kommt gleich angelaufen, wetten. Ich darf hier wieder Marathonläufe machen. Ja. Nee, oder? Er hat die Tür, glaube ich, nur abgeschlossen. Er hatte Angst vor uns gehabt. Och nö. Ah, doch. Hier können wir runter, drunter klettern. Perfekt. Kriechen meine ich. Boah, ich bin so. Boah. Ah! Ein Skelett. War so klar, dass es hier in den Weg kommt. Noch ein Skelett. Würde mich nicht wundern, wenn der gleich aufsteht. Ich habe zu viele schlechte Horrorfilme gesehen. Boah, hoffentlich. Hoffentlich werden wir gleich nicht zerquetscht. Voller Erdbeben hier. Oh, wir sind draußen. Sehr schön. Und wir müssen immer weiter tiefer hinein. Ich weiß gar nicht, ob ich laufen soll oder gemütlich laufen soll. Das ist schon nicht mehr schön hier. Okay, es wird wieder gesungen, das heißt, Jumpscare ist vorprogrammiert. Da schreit schon wieder jemand. Ja. Ich mach mit, ja. Alter, hör auf zu singen! Alter, diese Musik wieder.
That's what you do. Oh. Oh, be careful, little mouth, what you say. Oh, be careful, little mouth, what you say. Und es wird immer lauter. There's a father up above, and he's looking down in love. So be careful, little mouth, what you say. Und die Tür mache ich auf und da ist nichts. Ich mach wieder zu. Nee, keine Probleme. Ich gehe einfach weiter. Ich dachte, jetzt kommt's hier. Unglaublich. Ey, ich bin selten so angespannt. Ja, das haben die richtig geil gemacht hier. Also. Oh. Loving and hating God is the same thing. Like making and killing children is the same thing. She told me to meet her in the music room. Okay. Okay. Ich glaube, wir müssen da. Und ich höre schon wieder irgendwelche Schreie. Walking Dead mäßig hier. Alter. Weg hier. Da bricht doch gleich hier alles zusammen. Schnell ducken. Zack. Ich sehe Licht. Aber ob das was Gutes heißen soll, ich weiß es noch nicht. Müssen wir da jetzt rüberspringen? Müssen wir da klettern? Hallo? Was soll das? Wieso komme ich hier nicht weiter? Was ist das hier? Unnormal. Wie soll ich denn da jetzt rüberkommen? Soll ich jetzt einfach nur springen? Aua! Ah! Ah! Alter! Hau ab, ey! What have you done to Lynn? Where is she? Alter. We are creatures of appetite. I want to feel your hunger. I want to see your true face. Your seed will burn this world. Where's Lynn? Welcome her, infant lord. Naked, hiding nothing. I lay down in this mess. You crazy motherfucker! I show my true face. Show me your true face! My job. Erdbeben. Oh, das kommt uns zugute. Ja. Ah. Und tschüss. Schnell weg hier. Boah, das hat uns echt den Arsch gerettet. Schnell weg hier. Wir werden, glaube ich, verfolgt. Die Musik ist schon so hektisch. Ich drehe mich nicht mehr um. Nein. Nein. Geh weg. Das war so klar. Das sind echt Witzbolde, ne? Wenn es ein Links und ein Rechts gibt, dann gibt es trotzdem nur einen Weg. Und das war auf jeden Fall nicht links. So, ich will nicht denselben Fehler machen. Diesmal laufe ich rechts. So. Ah! Schnell hier rüber. Sehr gut. Ich glaube, diese Bestie wird es nicht schaffen. Oder? Kann es sich auch durchkringeln? Ich glaube nicht. Speicherpunkt, sehr gut. Schnell hier da drunter. Boah. Na, wir können interagieren. Dann machen wir es doch. Direkt vor die Tür. So. Jetzt natürlich die Frage, was hat uns das jetzt gebracht? Eigentlich nichts. Wir haben uns jetzt hier selber quasi eingeschlossen. Ich will auch ehrlich gesagt gar nicht wieder rausgehen. Ach komm. Ist wahrscheinlich wieder darauf ausgelegt worden.
Ich frag mich trotzdem, warum stellt man so ein Ding hier hin, wenn man eh nicht weiter kann? Okay, es geht wieder ins Wasser. Ein Brett im Wasser. Bloß nicht täuschen lassen. Ich laufe doch bestimmt gleich im Kreis. Gleich lande ich wieder in die Arme. Da ist auf jeden Fall was. Ich glaube, das ist der Tod da hinten. Weil Wasser und Strom, das verträgt sich nicht. Und wenn ich da jetzt natürlich hinlaufe, kriege ich einen Stromschlag. Oder? Ja. Genau das. Da ist das. Da ist der Schalter. Geschafft. Shit! Ah! Das war so klar. Das war so klar. Ich drehe den Schalter um und dann kommt sie angelaufen. Das ist so klar. Gut, weil es so schön war, machen wir das Ganze nochmal. Okay, da war das wieder. Vielleicht müssen wir in dem Moment tauchen. Das kann natürlich sein. Und dann tauchen, genau, und dann hier darunter. So wird das sein. So, jetzt direkt tauchen. Scheiße, bin ich überhaupt richtig? Ich glaube schon. Blöd, dass ich hier nichts sehe. Ich glaube, das ist immer noch nicht ganz aus, oder? Wir tauchen einfach. Scheiße. Ich habe das Gefühl, dass diese Bestie die den Strom wieder einschaltet. Ah, das ist richtig gemein. Richtig gemein. Boah, wie soll ich denn hier rauskommen, ey? Oh, Gott. Das ist richtig, richtig fies gemacht. Aber sowas von fies. Boah. Also, wir können schon mal üben. Wir gleich tauchen. What? Die ist schon da. Aua! Die killt uns unter Wasser! Boah, das ist ja richtig schwer. Okay, einen Versuch machen wir noch. Ich muss jetzt einfach mega, mega schnell sein. Direkt hinlaufen, direkt Schalter umbiegen, direkt tauchen, ohne nachzudenken. Einfach machen. Anders können wir es sonst nicht schaffen. So, jetzt hier umbiegen. Zack. Komm, komm hoch. Komm hoch. So, hier ist der Strom. Heilen. Okay, wir haben es leider nicht geschafft. Schade. Ich glaube, man muss noch an einer anderen Stelle diesen Strom hier ausschalten. Das
ist richtig gemein. Ich würde sagen, beim nächsten Mal schauen wir, wie wir hier weiterkommen, weil ich glaube, da muss ich nochmal eine Nacht drüber schlafen und eine Taktik ausdenken. Also entweder aus der Ecke, wo diese Frau kommt, da ist noch ein Schalter irgendwo versteckt, oder die ist wirklich so schnell, dass sie Strom wieder einschalten kann, so dass wir nicht durch diesen Tunnelausgang kommen. Also richtig gemein gemacht. Wir müssen schauen, wie wir das am besten lösen. Ich kann mir vorstellen, dass es noch einen Schalter gibt, weil so schnell kann die eigentlich gar nicht sein. Weil die ist ja damit beschäftigt, uns zu verfolgen und nicht irgendwelche Schalter wieder umzubiegen. Oder der Schalter war falsch und es gibt mehrere. Das kann natürlich auch sein. Gut, ich würde sagen, beim nächsten Mal sind wir schlauer. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.